Heute geht's los. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben schon das Rad meines Bruders vorbereitet hier. Ich hoffe, dass die beiden damit fahren können. Wir haben da so ein paar Blümchen dran gemacht. Als Holländer muss man natürlich auch mit Rad hinfahren. Hier zeige ich euch noch mal eben eine richtig coole Dekoration. Das ist nichts für meinen Bruder, das ist so ein Mittelalter-Hochzeit. Sehr cool, alles ganz bunt und farbenfroh, wie von der Wiese gepflückt. Und ja, ich glaube, die werden sich auch sehr freuen. Dann kommt mal mit. Ich habe hier hinten ein bisschen was vorbereitet, da meine netten Kolleginnen nämlich nicht in die Kamera wollen. Deswegen verstecken wir uns hier hinten eben. Und ich habe hier schon einiges hingelegt an Blumen, die ich gerne reinnehmen möchte. Es soll so ein bisschen eine lockere Dekoration werden, also alles ein bisschen hippie-mäßig. Sie ist eine blonde Braut, hat ein ganz tolles Spitzenkleid an, aber alles ein bisschen lockerer, Blumenhaarkranz in den Haaren. Und deswegen habe ich auch so Feld- und Wiesensträuße mitgebracht. Meine Haare sind so ein bisschen auf 80er, 70er. Das Endresultat mit Kleid sieht besser aus, hoffe ich. Ich sehe aus wie meine Mutter früher, vor 25 Jahren. So, jetzt zeige ich euch erstmal, was ich mitgenommen habe. Ich habe hier wunderschöne Wicken, einfach wegen dem Duft. Ich hoffe, dass das ein bisschen beruhigt. Gloriosen, Drumsticks, Zinien, wunderschöne Freilandrosen, Schafsgarbe, Lavendel. Dann habe ich hier sehr schönen Sonnenhut da. Dann haben wir hier einmal Perückenkraut, Rittersporn, Kamille und Astilbe. Ja, und ich starte jetzt erstmal mit Strauß binden. Mein Bruder kommt nämlich gleich schon. Irgendwie ist alles nicht so wirklich im Zeitplan. Es ist schon immer, aber mir ist es immer stressig. Ich hoffe, dass das bei der kirchlichen ein bisschen entspannter zugeht. Und ja, ich habe mir jetzt erstmal eine Basis gemacht mit Pistazie, damit das ein bisschen ausladender und nach außen geht. Und um da ein bisschen Luftigkeit reinzukriegen, habe ich Astilbe mitgebracht, Kamille mitgebracht, also alles ganz luftig und locker. Und da mein Bruder eine orange Krawatte trägt, dachte ich, ist es ganz cool, um vielleicht ein, zwei orange Elemente mit reinzubringen. Sonst bin ich nicht so der Orange-Fan, aber bei so Feld und Wiese ist natürlich bei Farben keine Grenzen gesetzt. Jetzt kommt dann langsam so ein bisschen die Nervosität, sogar bei der Schwester. Ich hätte gedacht, das kommt nicht, aber ja, es tritt so langsam ein. Bisschen die Blauakzente, es gibt ein bisschen Farbe. Ich dachte erst mit Kornblumen, aber ich finde das mit Rittersporn auch sehr schön. Das ist ein bisschen intensiver. Dann habe ich hier noch ein bisschen Grün von den Astilben. Setze das so ein bisschen drumrum. Und ja, wie ihr das schon kennt, ich habe da kein System drin. Ich mache das alles so ein bisschen nach Gefühl. Nehme mir die Zeit dafür, damit er auch perfekt aussieht und hoffe, dass er natürlich nachher gefällt. Gott, hoffentlich wird das was. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Oh, mir fehlt so ein bisschen Gelb. Ja, gut, dass ich hier noch so ein bisschen Schafsgarbe habe. Dann sieht man sofort so ein bisschen, Farbakzente sind doch schon ganz wichtig. Man kann jetzt nicht nur, auch Gelb muss ein bisschen da sein, damit er ein bisschen weicherer Übergang ist zu diesen Blau-Orange-Pink-Tönen. Ja, und die Wicken habe ich ausgewählt, weil das Kleid auch weiß ist oder Creme und damit das so ein bisschen pudriger aussieht. Ja, und so machen wir das dann. Konzentration. Ja, ich schaue mal, ob wir nachher noch mal ein Bild von der Braut erwischen können mit Haarkranz und dem Bräutigam natürlich, wie toll das alles aussieht. Die Tischdeko macht eine andere Filiale, da bin ich auch schon gespannt nach. Und ja, dann machen wir uns heute einen schönen Tag. So, wir kommen langsam zum Ende. Das ist er. Finally der Brautstrauß.
eine reine Farbexplosion, so ein bisschen Bow-Style, kunterbunt, wie vom Felde gepflückt. Ich werde unten jetzt noch ein bisschen Frauenmantel springen lassen, aber die Zeit drängt. Wir müssen noch beide duschen und uns fertig machen. Und in einer guten Stunde geht die Hochzeit los. Also jetzt geht's schnell aufs Rad. Und ja, vielleicht seht ihr nachher noch ein paar Eindrücke. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sag jetzt erstmal auf Wiedersehen, einen richtig schönen Sonntag. Und ja, falls es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und ja, falls ihr ein Abo haben möchtet, könnt ihr unten kostenlos klicken. Meine Oma hat mich noch mal darauf hingewiesen, ob das dann auch kostenfrei wäre. Ja, es ist kostenfrei. So, wir müssen los. Ciao.